Es war in den späten 80er Jahren, zur gleichen Zeit, als die Pop-Ikone Prince weltweit die größten Erfolge gefeiert hat. Ein kleiner Freundeskreis hat Wien damals zum Zentrum moderner Popmusik gemacht. Darunter bis heute bekannte Musikgrößen wie Peter Kruder und Richard Dorfmeister oder Patrick Pulsinger. Die jungen Musiker hatten ein neues Handwerk, das Samplen, also das Neubearbeiten und Mixen alter Hits für sich entdeckt. Diese durch billige Computertechnik ermöglichte Musikrevolution machte Wien Anfang der 90er Jahre zur internationalen Metropole der legendären Downbeats. Hits von Madonna und Depeche Mode wurden in der Vorstadt Wiens remixed und zu neuem Leben erweckt. Die nun folgende Dokumentation Out of Vienna beleuchtet ein Stück moderner österreichischer Musikgeschichte und präsentiert bisher unveröffentlichtes Filmmaterial des... Bis heute werden Konzertsäle, Clubs und Wohnzimmer weltweit mit diesem Sound aus Wien bespielt. Alles begann in den späten 80ern. Der ABBA-Hit SOS, gemixt mit österreichischer Folklore. Wir wollten ja wirklich Popstars werden. Und das hat ja auch funktioniert. Der Hit ist da gewesen, in Brasilien Nummer 2, glaube ich, Amerika Nummer 1. Nach diesem Hit des Projekts Edelweiß blickte die internationale Musikwelt auf das kleine biedere Wien. Eine Stadt damals weit abgelegen, am Rand des Eisernen Vorhangs. Man muss sich vorstellen, Wien in einer grauen Farbe. Das ist nicht sehr bunt gewesen zu der Zeit, wo sehr viel passiert ist. Das ist deswegen, ist es auch so, dass die Familie, die da quasi zusammengearbeitet hat, was man heute sagt, das ist alles eine Familie gewesen oder sowas, stimmt auch, weil man hat sie mehr oder minder, jeder hat jeden gekannt, weil es eben ein kleines Ghetto war und in dem Ghetto waren ein paar Hanseln, die was gemacht haben. Das Aushängeschild von Edelweiß, Sugar Bee, gründete mit seinen Freunden Rodney Hunter, DJ DSL und Peter Kruder auch die wichtigste Keimzelle der Wiener Elektronikszene, The Morose. Sie hatten Spaß am Musikmachen und das mit einfachen Mitteln, aber ungewöhnlichen Ideen. Der neue Sound aus Wien entwickelte sich aber erst durch Kontakte zur internationalen Musikwelt. Nach seinem Edelweiß-Hype kam Martin aus New York zurück. Und da hatte er so diese ersten Hip-Hop-Tapes mitgehabt von Jungle Brothers und A Tribe Called Quest. Und da kann ich mich noch erinnern, dass also ich persönlich jetzt total geflasht war, weil man Sachen da halt daraus erkannt hat. So, wow, die haben ja I Shot the Sheriff da drinnen und Walk on the Wild Side. So hat man in Wien das Samplen, also das Wiederverwerten alter Hits, für sich entdeckt. Das hat dann so eine Infektion quasi ausgelöst und Euphorie, dass man halt einfach dann immer mehr und lieber halt gesampelt hat, anstatt mit der Band zum Spielen. Gesampelt wurde meist im Wohnzimmer. Was man dazu brauchte, war ein Computer und ein paar technische Geräte. Darunter eben auch ein Sampler, mit dem man erstmals eine ganze Band ersetzen konnte. Für mich war das die Erleuchtung. Und von dem Moment an war ich dann halt Tag und Nacht im Studio. Vorher war ich ein eher, sagen wir mal, jämmerlicher Gitarrist. Und dann war ich einer, der jetzt auf einmal alles machen hat können. Ich habe Drums machen können, ich habe Gitarre spielen, ich habe Bass spielen können, alles. Und das ist mit dem Sampler, hat das halt alles funktioniert. Das Komponieren und Produzieren von Musik wurde so neu definiert. Man brauchte plötzlich keine Produzenten oder teure Studios mehr. Und so verwandelte sich manches Wohnzimmer in der Wiener Vorstadt in ein kleines, unabhängiges Tonstudio. Haarstylisten wurden so zu Musikern, HTL-Schüler zu Komponisten. Beim Tauschen von Musiktools haben sich auch die beiden Soundtüftler Pulsinger und Tunakan kennengelernt und sich bald zusammengeschlossen. Das war zu einer Zeit, als es möglich war, ohne sehr großen finanziellen Aufwand mit ein paar Geräten
halt einfach so klassisch Bedroom-Producer-mäßig einfach ein paar Sachen zu produzieren, Beats zu machen, Freunden vorzuspielen, auf Kassette aufzunehmen. Dazu gehörte bald auch das Kennenlernen und Erforschen neuer Musik. In der Zeit, bevor wirklich was passiert ist, gab es eine Phase, wo man einfach viel aufgesaugt hat. Es war definitiv auch eben schwarze Musik, die das Ganze zusammengeschnürt hat. Der schwarze Groove, also das Rhythm and Funk-Ding, die ganze 70s-Sache, Soul, Funk, Reggae. Die Inspiration dafür fand man weniger auf Reisen, als vielmehr in einem gut sortierten Plattenladen in Wien. Hier gab es Anschluss an Musiktrends von London bis New York, von Hip-Hop und Soul bis hin zu Techno und Jazz. Im Damdam war das so, dass halt wirklich alle Musikinteressierten der Stadt dort regelmäßig aufgetaucht sind und sich erkundigt haben, was Neues gibt. Damals Leute wie Pulsinger, Dunakan, Peter Kruder, Richard Dorfmeister sind dort alle ein- und ausgegangen. Das war einfach hot. Ein bisschen abhängen und Platten kaufen und die Leute treffen. Und waren immer dieselben, sind dieselben immer abgehangen. So auch die spätere und mittlerweile verstorbene DJ- und Remixgröße Peter Rauhofer. Das heute weltbekannte Duo Kruder und Dorfmeister hat sich hier in Damdam kennengelernt, weil einer der beiden eine Lösung für ein technisches Problem suchte. Der Richard ist dann eben damals vorbeigekommen, hat seinen Sample mitgebracht, hat mir das erklärt, wie das geht, und ist dann den ganzen Abend sprachlos am Boden gesessen. Also wortlos, er hat einfach nichts gesagt. Und man dachte, ah, okay, ruhiger Typ eher. Und doch fanden sie bald eine gemeinsame Basis und verbrachten viel Zeit mit Musikmachen im Wohnzimmer. Das war eigentlich das Ursprungsproblem, aber das muss man sich ganz anders vorstellen. Da war, früher war da ist meine Couch gestanden, da waren die Sampler und ein kleines Mischpult da. Also das war so mehr so Wohnzimmer, Studio, alles in einem. Das Ergebnis der tage- und nächtelangen Treffen in der Vorstadtwohnung war eine Musikkassette mit ein paar Songs, die zur Überraschung aller Musikgeschichte schreiben sollten. Entdeckt hat die beiden der weltbekannte BBC-Radio-DJ Giles Peterson aus London. Wenn etwas nicht aus England oder Amerika kam, akzeptierte ich es nicht. Sehr dumm von mir. Es gab kaum österreichische Musik, bei der ich gesagt hätte, unglaublich. Abgesehen von Joe Zawinul und Mozart. War er nicht auch Österreicher? Der Star-Moderator und Promoter war begeistert von diesem neuen Wiener Sound mit seinen entschleunigten Beats. Ein Musikstil, der von da an Downbeat genannt wurde. Er war halt mit der Show damals der weltweite Supermultiplikator. Für den Freundeskreis und ein paar Wiener Fans hatten Kruder und Dorfmeister Platten pressen lassen. Doch die waren rasch verkauft und die Nachfrage auf dem internationalen Musikmarkt war dermaßen groß, dass man mit dem Pressen bald nicht mehr nachkam. Bis heute wurde ihr Debüt G-Stoned millionenfach verkauft. Es hat uns einfach sehr geholfen, dass wir von den ersten Tagen an bekannt gemacht wurden. Und dann ist es erst so richtig losgegangen. Kruder und Dorfmeister wurden unerwartet zu Popstars. Zahlreiche Tourneen durch Europa und Amerika folgten. Der Zeit zwischen 93 und, würde sagen, 97, 98 war eine sehr echte, pure Zeit noch, weil wir haben es alles selber gemacht. Auch das Netzwerk und das Label, alles selber verwaltet, und es gab niemanden, der dazwischen war. Es war sehr unabhängig und frei. Und das war super, die Zeit. Also das war wahrscheinlich die beste Zeit. Ist auch logisch. Wir sind jung, es gibt keine Hindernisse, es gibt kaum Verantwortungen noch. Nur die Musik zählt. Musik, Nachtleben, das war cool. Das war eine gute Zeit. Es war damals fernab von hohen Gagen oder tollen Hotelrooms.
K&D haben bewiesen, egal ob man aus Bologna, Wien oder Lüttich kommt, jeder kann unglaubliche Musik mit großen Sängern und Arrangements machen. Der Erfolg von Kruder und Dorfmeister wirkte wie ein Motor auf die Wiener Musik- und Clubszene. Das war für mich eher so eine Bewegung, die mir gesagt hat, egal mit welchem Background du kommst und egal was du mitbringst, wenn du eine gute Idee hast, dann mach das einfach. Und da hatte man das Gefühl, alles ist möglich und es war auch sehr, sehr viel möglich. In diesem Hype war Platz für ein weiteres Wiener Erfolgsduo, Pulsinger und Tunakan, die sich allerdings mehr der damals in Europa aufkommenden Technokultur zugehörig fühlten. Techno hat sich vom Mainstream komplett abgehoben. Das war völlig unberührt vom Rest der Musikindustrie. Und das war was, in dem haben wir uns einfach wohlgefühlt. Verlassene Fabriken und Steinbrüche als Party-Locations. Weil es meist keine Genehmigung gab, mussten die Veranstaltungen geheim gehalten werden. 1992 haben wir einen Sommer lang quasi jede Woche woanders eine Party gemacht. Es gab eine Telefonnummer, bei der Post konnte man anrufen und da war dann hinterlegt, wo die Party ist und manchmal hat man es gefunden, manchmal auch nicht. Den größten Erfolg hatte man in den aufgelassenen Wiener Gastanks, den Gasometern. Wir haben angefangen so circa mit 500 Leuten und haben, ich glaube, aufgehört vielleicht mit 10.000. Die Akustik dort war so durchgeknallt, dass quasi das Echo sich mit dem Beat überschnitten hat oder gefunden hat. Und es war ein Event wie in einer riesigen Lautsprecherbox. Und was am Anfang sehr komisch war, hat sich dann relativ schnell zu einem Markenzeichen entwickelt. Und jeder DJ, der Rang und Name hatte, wollte bei uns auflegen. Neben den männlichen DJ-Größen schaffte es auch eine Frau in der Wiener Szene zu einem Hauptakt. Electric Indigo. Die Susanne, die ja wesentlich länger schon als ich aufgelegt hat, die ist dann auch nach Berlin, Anfang der 90er, hat dann auch im Hardwax gearbeitet und dann gab es halt einfach über den Plattenladen, gab es dann einfach Kontakt. Für mich war Wien eine totale Sackgasse 1991. Am Anfang ihrer Karriere war es für Electric Indigo sehr schwierig, sich in der männerdominierten Wiener Szene zu behaupten. Es hat es ganz lange gegeben, dass in Plattenläden ein Mädchen nicht mal als potenzielle Kundin wahrgenommen wurde, sondern irgendwie ja schon wieder halt so eine DJ-Schlampe, die da irgendwie hinterher dackelt. Deswegen wurde auch ein Berliner Plattenladen zu ihrer musikalischen Heimat. Wie ich das erste Mal in einen Laden bin, habe ich mir gedacht, wow, da wäre ich gerne Teil davon. Und die Wienerin bestimmte bald, welche Musik der Plattenladen im Sortiment hatte. Nachdem das Hardwax auch so ein Knotenpunkt ist in dieser internationalen Szene, habe ich sehr viele internationale Kontakte knüpfen können und habe auch mit diesem Zusatz hinter meinem DJ-Namen Hardwax war auch klar, für welchen Stil ich stehe. Ihr Stil hat sich von den Wiener Wurzeln weiterentwickelt und ist in der elektronischen Musik eher in der Avantgarde angesiedelt. Thank you.
unverkennbaren Beats aus der Wiener Musikszene allerdings, die haben eine Metropole nach der anderen erobert. Wir haben immer so auch versucht, unser eigenes Ding zu machen, unser eigenes Süppchen zu kochen, unabhängig von Wien-Hype oder elektronischer, wie auch immer, Welle. Und bald kamen die ganz großen internationalen Stars, wie zum Beispiel Depeche Mode, und ließen ihre Hits mit den Wiener Downbeats entschleunigen. Wir waren wirklich learning by doing und haben dann natürlich auch mit der Zeit gerafft, dass es auch für uns viel besser ist, Remixes zu machen für eine große Major Company, als bei denen zu unterschreiben. Auch Madonna ließ im Hause Kruder und Dorfmeister ihre nächste Hitsingle remixen. Andere große Namen wie David Bowie oder U2 haben die beiden danach jedoch abgelehnt. Was ja uns dann auch passiert ist, dass halt dann jeder kommt und sich denkt, oh, ich kann jetzt diesen eigentlich langweiligen Scheiß, den ich gemacht habe, durch so junge Kids jetzt irgendwie fresh machen lassen und das dann verkaufen und auch ein bisschen was von dieser Freshness mitnehmen für mich. Das war dann für uns natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wir genau das eben nicht wollten, ausgenutzt werden von irgendwem anderen. Und deswegen haben wir auch in der Folge dessen hunderte Offers abgelehnt, Remixes für halt irgendwem zu machen. Vielmehr haben sie die Spielereien eines Wiener Rechtsanwalts fasziniert. Ich habe das Glück gehabt, zu Kruder und Dorfmeister vorzustoßen und ihnen meine Layouts zukommen zu lassen, und war dann sehr erfreut, als die beiden spontan zugesagt haben, das Code zu produzieren. Eine Art Gütesiegel. Diejenigen, denen damals jeder nachgelaufen ist, um irgendwelche Remixe zu bekommen, unterstützen meine Produktion. Ursprünglich wollte sich der Anwalt eigentlich nur um Musikrechte kümmern, hat aber dann erfolgreich die Seiten gewechselt. ...1998 haben dann Kruder und Dorfmeister zum ersten und letzten Mal eine Sammlung ihrer Remixes veröffentlicht. Bis heute wird die Platte ständig neu gepresst. Ein Klassiker, den auch die nächste Generation bereits entdeckt hat. Es war wie so eine richtige Superwelle. Die war so stark, dass die immer noch hält. Der ursprüngliche Insider-Tipp wurde zum weltweiten Verkaufsschlager. Die Fans pilgerten allerorts in Massen zu den Konzerten von Kruder und Dorfmeister. Sometimes I wonder if I know where I'm going. I go for a walk like this. It seems I have been walking for years and years and years. And I don't know where I'm going. I hear the sound leading me on. And I don't know where it is taking me. Kultstatus. Ganz im Stil internationaler Popstars mit Limousinen, VIP-Partys und 5-Sterne-Hotels. Der Höhenflug schien damals kein Ende zu nehmen. 1999 und 2003 war das extremst kommerziell und sehr angesagt. Also wir haben uns von Anfang nicht, das hat uns erschlagen. Deswegen war das Management auch dann wichtig, weil gesagt, wir können das selber nicht mehr verwalten. Das geht so nicht, wir brauchen jemanden, der dazwischen hängt. Wir hätten sie morphen und in 10 Teile teilen können und hätten sie irgendwie auf 10 Planeten unterschiedlich an jedem Abend eine Show machen können. Sag mal 50 bis 60 Anfragen in der Woche. Neu fürs Live-Publikum waren die ungewöhnlichen Licht- und Bühnenshows, die man bisher nur von internationalen Superstars kannte. Manch Promoter lokaler Veranstalter die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, was zum Teufel macht ihr?
das sind doch nur zwei DJs. Aber es waren eben nicht nur zwei DJs, es ging wirklich um großes Entertainment. Auch die Kunstform des Video-DJings ist mit Kruder und Dorfmeister erstmals populär geworden. 4 Stunden aufbauen, 4 Stunden spielen oder so. Der Fritz war ab dem Zeitpunkt Ende der 90er, wo wir angefangen haben, um die Welt zu touren, war immer dabei, zuerst mit Diaprojektoren und gekrümmten Leinwänden. Und es war super. Seit damals sind Visual Artists Teil jeder professionellen Musikperformance. Das Konzept war ja damals ein komplett improvisiertes Set, ungeprobt, alles. Wir haben es aufgebaut, DJ und freies MCen vom Martin. Die hingebungsvollen Tanzkünste von Sugar Bee sollten den Konzerten Club-Atmosphäre verleihen. Meine Rolle war immer die Verbindung zwischen den Musikanten, die auf der Bühne oft irgendwie was zu tun gehabt haben, und dem Publikum. Ich bin der Mittelsmann in dem Fall. Und dadurch, dass ich durch Endorphine gebeutelt bin, durchs Tanzen, also quasi gut bezahltes Go-Go, bin ich ja authentisch, weil ab dem Augenblick, wo die Endorphine deinen Körper übermannen, du bist nur mehr du selber. Und wenn man dann selber reinkippt, dann merkt man schon, was los ist. Da löst sich auf einmal das Gehirn, körpereigenes LSD, könnte man fast sagen, macht einen total glücklich, und das alles ohne Additive. Herrlicher Scheiß. Das internationale Musikgeschäft verlangte immer öfter nach Musik aus der Wiener Elektronikszene. Clubs von London über New York bis nach Tokio wurden regelmäßig bespielt. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie so lange angeschnallt in Ihrem Sitz, bis unser Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat. Ich war von Mitte bis Ende der 90er Jahre wirklich extrem viel unterwegs und war halt in diesem ganzen DJ-Zirkus drinnen. Also ich bin halt wirklich jedes Wochenende im Flugzeug gesessen, war halt 4 Tage die Woche unterwegs, war halt Amerika, Südamerika, Japan, Australien, der ganze Wahnsinn halt, was wahnsinnig super klingt, was aber irrsinnig anstrengend ist. Es nutzt sich auch ab. Es hat nicht mehr diesen Reiz, dass du irgendwie für einen Gig nach Kanada fliegst. 7 Stunden hin, 1,5 Stunden auflegen und 7 Stunden wieder zurückfliegst. Irgendwann hast du keinen Bock mehr auf das. Ich meine, ich bin 45, ja, und ich habe irgendwie keinen Bock, bis 55 irgendwie jedes Wochenende irgendwo auf einer DJ-Kanzel zu stehen und mehr oder weniger die gleichen Tunes jedes Wochenende aufzulegen. Und ich habe dann eigentlich 99 einfach den Schritt mal gesagt, okay, stopp, ich mache das nicht mehr, ich stoppe auch die ganzen Bookings, ich möchte was anderes machen, ich möchte mich mehr ins Studio zurückziehen. Und ich habe mir dann einfach andere Musiker gesucht, die mich wieder irgendwie vorangebracht haben. Machen wir einen Schritt zurück, dann nur um Anlauf zu nehmen und zu springen. Eine neue Generation verlangt nach einem neuen Sound. Die Bewegung geht weg von Elektronik und Computer hin zu mehr Human Touch in der Musik. Dieses leicht ein bisschen nicht so ganz perfekte, das ist halt irgendwie das, was mir in der Musik gut gefällt. Weil in der elektronischen Musik ist immer alles sehr, sehr schnell, sehr perfekt. Und dadurch, dass man halt jetzt großteils im Computer arbeitet und alles immer noch mal überarbeitet und sich immer noch 1000-mal anhört, tendiere ich oder tendieren auch andere Leute dazu, Sachen einfach etwas zu perfekt, zu glatt, zu steril auch zu machen. Aus den ehemaligen Wohnzimmern sind perfekte Studios geworden, wo die jungen Talente von heute andocken können. Am besten in die Höhe fallen. Der ehemalige Rechtsanwalt Waldeck ist bis heute erfolgreich. Vor allem mit elektronischer Musik im Stil der 30er Jahre. Und das nicht nur in den Hitparaden.
Das, was wenige wissen, ist, dass sehr viel Musik von mir jetzt für amerikanische Fernsehserien teilweise verwendet wird. Modefirmen wie Versace zum Beispiel haben das für irgendwelche Parfumkreationen verwendet. Und das ist irgendwie so eine Langlebigkeit. Mein Album, das ist 2007 erschienen und noch immer kann ich im Prinzip davon leben. Kommerzielle Erfolge und ihre Wirkung auf die Massen haben die internationalen Stars Kruder und Dorfmeister stets hinterfragt. Wir haben Konzerte gespielt, wo einfach 10 Reihen vor uns stehen und uns anstarren, 4 Stunden lang. Man wird dann auf so einen Scheffel gestellt und ist dann irgendwie was Besonderes und fühlt sich aber, also ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt, dass ich jetzt irgendwas Besonderes bin. Und das hat mir extrem missfallen. Berühmt zu sein, ständig auf der Bühne zu stehen, das hat dem Duo einen zu hohen Preis abverlangt. Du bist eine Person und du wirst erfolgreich, dann entwickelt sich parallel zu dem, dass du Erfolg hast, eine ganze Story um dich herum, die mit dir überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist der Fall, dass dann Leute zu dir kommen und sagen, nee, du kennst mich nicht mehr, du bist ja berühmt. Ja? Und ich habe mir dann immer gedacht, nein, nicht der Erfolg verändert jemand, sondern die Perspektive, die Leute auf dich haben, verändert sich. Und in dem Sinn glaube ich auch, dass wir deswegen auch keine weiteren Schritte unternommen haben, noch berühmter und noch größer zu werden, weil wir einfach gesehen haben, hey, also in die Richtung funktioniert das gar nicht oder funktioniert es jetzt für uns persönlich nicht. Und deswegen haben wir dann auch, also der Richard hat dann Tosca weitergemacht und ich habe Peace Orchestra gemacht, weil wir einfach diese Klarheit wieder wollten, dass man jetzt nicht was macht, weil da steht jetzt der Name oben und alle kaufen es, weil der Name da oben steht, sondern weil man was macht, was gut ist. Peace Orchestra und Tosca waren die neuen Pseudonyme der ehemaligen Superstars Kruder und Dorfmeister. Sie tauchten nunmehr getrennt voneinander auf kleinen Bühnen wieder auf. Und während ihre Musik bis heute gekauft wird, ist das legendäre Duo Kruder und Dorfmeister Geschichte. Der auch von ihnen mitkreierte Wiener Sound aber lebt weiter. Thank you.